Liebe Freundinnen und Freunde der Weiterbildung, es gilt jemanden zu ehren, der ein Marathonmann ist. Ein Marathonmann in seiner Ausdauer für eine Sache, die ihn immer bewegt hat und die sie auch immer bewegt, die Weiterbildung. Ein Marathonmann, was die Zusammenarbeit mit ganz vielen angeht, im Bereich der Volkshochschulen, mit über 900 Volkshochschulen, mit zwei Präsidentinnen, mit drei Vorsitzenden, aber vor allen Dingen auch über die Volkshochschulen hinaus, mit ganz vielen Menschen, die sich genauso der guten Sache Weiterbildung verbunden fühlen, die davon leben, die dafür leben, die in der Weiterbildung leben, wie es Uli Angfort immer getan hat. Getan hat seit 19 Jahren und auch weiter tun wird in der Unterstützung, im Mitdenken, so wie Uli Angfort immer ein Beweger gewesen ist. Da gab es den großartigen Volkshochschultag. Aber Uli Angfort hat zusammen mit anderen aus der beruflichen Bildung den Deutschen Weiterbildungstag ins Leben gerufen. Eine bewegende Initiative, die lange trägt. Uli Angfort ist auch immer ein Vordenker gewesen. Es ging um die digitale Bildung, die alle Menschen mit berührt, sei es, dass sie in digitaler Form mitlernen oder dass sie digital für andere Menschen mit Weiterbildung organisieren. Uli Angfort hat immer gesehen, wie wichtig das ist, berufliche Bildung und allgemeine Bildung miteinander zu verbinden, weil es gibt nur eine ungeteilte, eine unteilbare Bildung. Uli Angfort hat gesehen, was es bedeutet, Menschen einen Eintritt in unsere Gesellschaft darüber zu ermöglichen, dass sie Bildung, sprachliche Bildung, Grundbildung mit erwerben können. Uli Angfort wusste immer, die Idee ist nur so gut, wie dahinter eine Organisation steht, seine Volkshochschulorganisation, aber auch die starke, die gute Organisation für den Deutschen Weiterbildungstag. Und da mussten und müssen alle mit anpacken. Und Uli Angfort ist einer, der nicht schnackt, sondern anpackt, der Dinge in Umsetzung bringt. Und deshalb als Viertes, Uli Angfort ist auch immer ein Botschafter. Ein Botschafter der guten Sache gewesen, ein Botschafter voller Selbstbewusstsein für die Weiterbildung, ein Botschafter, der auch keine Angst vor höchsten Thronen oder um es in republikanischen Worten zu sagen, vor der Bundeskanzlerin, vor den Ministerinnen, vor denjenigen, die politisch etwas bewegen können, mitgehabt hat, sondern der anerkannt worden ist, weil er über die Sache Weiterbildung Ideen transportiert hat, weil er Kooperationsmöglichkeiten aufgezeigt hat, weil er in Dialog mitgebracht hat. Das kann ein Mensch nur dann, wenn er selber auch ein Stück gelebte Weiterbildung ist von den menschlichen, den sozialen Kompetenzen, von der Freundschaft über die Sache hin. Und so ist Uli Angfort mit den Menschen in der Weiterbildung immer verbunden gewesen, freundschaftlich, aufmerksam, zugewandt. So ist er das gegenüber den Partnern aus der großen Familie der Weiterbildung immer gewesen, anpackend, mitorganisierend, nach vorne weisend. Und so werden ganz viele auch sagen, der Uli Angfort ist das auch im Persönlichen. Und deshalb gibt es einen wirklichen Botschafter der Weiterbildung 2021 anzusprechen, der ein Leben in der Weiterbildung eingebracht hat und dem wir Dank sagen dafür, wie er das gemacht hat und dass er das für so viele Leute akzeptierend, mitnehmend, erfüllend machen konnte. Ich wünsche Uli Angfort alles Gute und sage ihm vielen, vielen Dank als Mitweiterbildner, als Volkshochschulvorsitzender, als Abgeordneter und Volksvertreter und auch menschlich und als Freund. Alles Gute. Vielen Dank, Uli Angfort.